Die israelische Armee hat die bislang heftigsten Luftangriffe im Gazastreifen seit dem Kriegsbeginn vor 3 Wochen ausgeführt. Laut Militär wurden dabei in der Nacht 150 unterirdische und militärische Ziele der radikal-islamischen Hamas getroffen. Zudem sei einer der Hauptverantwortlichen für den Hamas-Großangriff auf Israel getötet worden. Die israelische Armee veröffentlichte dazu diese Bilder. Später setzte Israel die Angriffe fort. Nach palästinensischen Angaben wurden hunderte Gebäude im Norden des Gazastreifens zerstört. Laut Zivilschutz wurden tausende weitere beschädigt. Auch im Flüchtlingslager Shati innerhalb von Gazastadt verursachten die Angriffe erhebliche Schäden. Nachdem das israelische Militär eine Ausweitung der Bodeneinsätze angekündigt hatte, drang die Armee nach eigenen Angaben in der Nacht auch mit Soldaten in den Gazastreifen ein. Auf eine groß angelegte Bodenoffensive bereitet sich das Militär nach eigenen Angaben vor. Die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas hatte am 7. Oktober einen beispiellosen Großangriff auf Israel gestartet. Als Reaktion riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete Luftangriffe auf mutmaßliche Hamas-Ziele. Auf beiden Seiten wurden tausende Menschen getötet und verletzt.